Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück auf Peter und Flo. Wir zocken weiter bei Outlast. Heute Session Nummer 2. Ich bin schon ganz aufgeregt. Und Twitch ist auch wieder am Start. Zweiter Aufnahmetag. Gestern waren wir, glaube ich, 2,5 Stunden hier online. Oh ja. Dann wollen wir jetzt einfach mal weitermachen und loslegen, wa? Basti ist auch am Start. Ich grüße dich. Willkommen im Stream. So, Freunde. Vielen Dank. Und da kommt auch ein Follow rein. King50, danke für dein Follow. Das passt natürlich atmosphärisch nicht so gut in die Aufnahme, aber ist egal. Ich hab den Sound nicht deaktiviert, leider. Das geht irgendwie nicht, weiß nicht warum. Alter. So, da haben wir schon einen ersten Kollegen. Das ist doch der Onkel Doktor, Alter, oder? Ne, nicht der Doktor, aber der Typ, der uns am Anfang die Spritze gegeben hat. Was will denn der hier? Also noch bin ich gut gelaunt, ja. Magst du nicht mehr? Was? I feared that secular maniac would carve you up like the others. Was? Meet me outside. We're close now. Was? Hey, wieso will der mich jetzt treffen? Hey, das ist doch ein Assi, oder? Der hat mir doch voll die Spritze reingerammt, oder was der mit mir gemacht hat am Anfang. Jetzt soll ich mich mit dem treffen? Okay. Also das Spiel ist schon echt creepy, Alter, muss ich echt zugeben. Also, keine Ahnung. Ich habe auch... Ich muss sagen, neben Soma, was ich auch gezockt habe, ist das storytechnisch echt ein Horrorspiel, was da echt krass rankommt. Okay. Hier brennt irgendwie... Hier hat eh noch seinen Mittag machen wollen. Geil. Lecker, lecker. Stream ist laggy. Echt jetzt? Okay, warte mal. Okay, warte, wir machen hier kurz einen Cut quasi. Warte mal. Stream ist laggy. Geht wieder. So. So, Freunde. Weiter geht's. So, Toilette, Essen. Ja, mal hier reingucken, ob wir irgendwas finden. Wahrscheinlich nicht, aber... Alter, hier ist alles total verrucht. So, hier ging es nicht weiter lang. Hier steht schon wieder, das ist immer hier so Horrorspiel-typisch, ne? Hier ist so ein blöder Rollstuhl mitten in den Weg gestellt. Sauber, ey. Was mir jetzt schon wieder Angst macht, ist, man kann sich hier schon wieder so viel verstecken. Ich habe jetzt so wieder keinen Bock, dass mir irgendwer die ganze Zeit hinterher rennt. Ich hasse das. Bin ich echt eine kleine Memme. So, wir haben ein schönes Dokument gefunden. Das lesen wir natürlich. Ich kenne das Spiel ja noch nicht. Sehr geehrter Mr. Walsh, bitte akzeptieren Sie die sofortige Kündigung von Krankenpfleger 53-1920, David Annapurna, und behandeln Sie ihn fortan als Patient vom Mount Massive zur Behandlung seiner wahnhaften Verfolgungsängste. Die Behandlung sollte bis zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank. Rick Trauger, Merkiv, R&D. Ja. Nehmen wir es so an, wa? Schön. Schön, schön, schön. Alles ist schön hier. Herrlich. Okay, irgendwie... Ach, hier ist eine Tür. Ja. Es ist schon wieder massiv dunkel. Alter, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Oh, ich krieg ne mal... Ob ich auch Whistleblower streamen werde? Wenn ich es mir gekauft habe, würde ich sagen, ja. Also es klingt eigentlich nach einer guten Option. Sollte man eigentlich schon machen. Also da kann ich irgendwie reinklettern, aber da brennt. Ich gucke erstmal hier lang, ob hier noch irgendwas ist. Okay, hier steht ein Haufen Propangas rum. Batterie. Okay. Ja, jetzt müsste das Stream super laufen. Jetzt sind wir bei 6% verworfene Frames. Das ist eigentlich super für meine Verhältnisse. Pflicht, sagt er. Okay. Okay, Freunde. Was kostet ein Whistleblower derzeit im Steam?
Okay, hier müssen wir... Oh, Alten, ey! Alter, hier brennt ja alles! Wir hatten hier das Feuer gelegt, Alter! Alter! All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. If you want to live, you can get out through the kitchen. Schaltet die Sprinklage ein, um das Feuer zu löschen. Der hat das alles hier angefackelt, Alter. Ah ne, da komme ich wahrscheinlich jetzt nicht durch, oder? Ah ne, da komme ich auch nicht lang. Ich muss hier durch. Alter, die Musik. 9 Euro. Die Playstation, okay. Da muss ich mal gucken. 9 Euro sollten ja drin sein. Okay, Freunde. Ist hier noch irgendwas? Alter, wie das blendet. Ach, das Spiel ist auch echt geil gemacht, also da kann man echt nichts sagen, ey. Das ist echt... Bombe. Bombe. Okay, okay, okay. Da geht's nicht lang. Die Musik wird immer lauter. Ich hab Angst. Alter, das gibt bestimmt gleich den massiven Knall hier. Die Musik, Mann, hör doch mal auf jetzt. Ist doch okay. Alter, die Mucke. Okay, wir haben erstmal wieder was zum Lesen. Das ist immer schön, das ist sehr beruhigend. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine pathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe von einem Murkoff-Erfolgsberater zu erhalten. Also bisher sehe ich keine Gespenster. Musik ist weg. Ach nö. Oh, dieses Game, Mann, das fickt mein Leben. Es ist so ruhig. Ich war die Musik doch ganz nett. Ach, da muss ich lang, oder was? Guck bitte nach vorne. Ich hasse es, hier durchzugehen, ne? Geht's hier lang? Ne. Alter, ey, hier knirschelt einfach alles. Da war ich hier schon. Oh Gott. Irgendwas macht hier massive Geräusche. Das hier passiert doch jetzt wieder was, ey. Es gibt kein Wasser im System. Öffnet zuerst die zwei Ventile. Ja, das hat das Spiel gerne, gell? Irgendwelche Dinger öffnen und mir dann so einen Typen auf den Hals setzen. Da hängt doch schon wieder einer. Hier rumpelt doch überall. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Da kommt wieder mein Freund. Nein, ich will nicht, Mann. Scheiße, ey. Ich versteck mich auch immer instant, ey. Es ist so behindert, wenn man nicht weiß, wo man lang muss und da rennt, läuft die ganze Zeit so ein Spaß rum, ne? Oh, und dann noch dieses Atmen, Alter. Hör doch auf. Wüsste ich wieder, wann ich raus kann und nicht. Ich glaube, ich habe eh keine Chance übers Rennen. Ich höre die Ketten nicht mehr. Ich würde jetzt mal massiv... Hör auf. Oh, ich habe keinen Bock auf den. Ganz ehrlich.
Ganz ehrlich, ich habe da keine Lust. Da ist er. Da ist einer. Macht er was? Hey, du. Did you bring your ducky? Ich hab kein Quietschhähnchen, Alter. Alter, wir waschen deinen Baum. Ich hab eins gefunden. Okay, Nummer eins. Kommt jetzt der Fettsack hierher? Ne, der kann nicht hierher, weil hier geht's nicht durch. No complaining now. We have to wash every little part. Alter, was ist das für eine kranke Kacke? Der ist doch tot, Junge. Du kannst nicht mehr waschen. Mach mal die Ketten ab. Train Warrior, ich grüße dich. Komm im Stream. Okay, mein nächster Weg ist bestimmt da vorne, ja? Ich habe dies als Rückflug. Das ist mein Rückzugsort hier. Das muss ich mir merken. Hier kann ich mich verpissen vor dem. Ich werde das jetzt einfach versuchen. Ich laufe jetzt hier einfach lang. Einfach. Ich laufe jetzt einfach. Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Nein, nein! Mach zu, mach zu! Mach das Ding an! Oh, jetzt, wohin, wohin, wohin? Hier rein, komm, 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 komm! Der wird mich hier finden, der wird mich so... Nein, der hat mich gesehen! Oder? Ich hab keinen Bock mehr! Ich hasse das mit meiner Sache, ich krieg da eine Weise. Oh, solido, danke für den Follow. Oh, Treyox, ich grüße dich, danke. Ja, schön. Oh, habe ich es geschafft? Kommt er nicht hierher? Okay, wir warten mal noch, bitte. Oh, oh. Ey, ich weiß nicht. Das ist eigentlich. Eigentlich ist es nur eine Spielfigur, ja, die da hinterher. Aber ich krieg also. Ich kann ja nicht ruhig. Ich weiß nicht. Hast du sowas? Wie die Pest einfach nur. Sei übel, die Anfälle, ey. Krieg übel Gänsehaut, wenn der mir immer hinterher rennt, ey. Es ist so herrlich. Ja, wartet er jetzt vor meiner... Warte mal, wo... Wo muss ich das Ding... Ich muss jetzt wieder zurück und da war der Schalter. Aber wie ging es denn zurück? Ich muss jetzt hier wieder zurück und dann nach links. Und dann irgendwo links in dem Raum ist der Schalter. Okay, warte. Okay, Leute, okay. Oh, dieses... Trompete, Junge. Ich mach das jetzt. Ich zieh's jetzt durch. So, bei 3. 1, 2, 3. Erstmal nachladen. Scheiß auf den, Mann. Scheiß auf den. Ich bin schneller. Ah! Oh, scheiße, sorry. Greif mich nicht! Nein, er kriegt mich! Nein, nein, nein! Lauf, 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 lauf! Komm, Baby, komm! Bam, 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 bam! Hier lang! Nee, nein! Ich hab mich verlaufen! Wo muss ich hin? Nee, nee, da nicht! Hier, 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 hier! Da lang, da lang, da lang! Jetzt müsste ich eigentlich da rein und den Knopf drücken! Ich renne jetzt erstmal weg! Lauf durch, lauf durch, lauf durch! Da, lauf, 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 lauf! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Scheiße! Oh, Mann! Gefickt habe ich dich. Steht er da noch? Oh. Bald, ne? Was rafst du manchmal an, Stable? Ja, kannst du sehen, mein Upload ist. Meine Internetleitung ist total scheiße. Die schwankt immer übelst. Zwischen 2 MB Upload und 1 MB Upload hin und her. Da kann ich nichts machen. Du hast doch schon bei der Telekom angerufen, aber die sagen, auch alles schön. Alles gut mit deinem Internet. Ey, ich muss jetzt in den Raum rein, Mann.
Ja, ihr glaubt nicht, wie ich immer mit meinen Beinen hier rumzucke, wenn der kommt. Da kommt doch jetzt bestimmt wieder, ey. Wo muss ich hin? Ne, hier nicht. Warte mal, ich krieg's grad nicht auf die Reihe. Ist das hier der Raum? Bin ich richtig? Ja. Ah! Oh. Mama! Alter! Junge! Oh, ist denn der behindert oder was, ey? Oh, ich habe mich gerade übelst drauf eingestellt. Ich habe jetzt meine Ruhe erstmal wieder. Alter, es geht mit dem hier. Ey, ich hasse sowas. Ich hasse Horrorspiele. Ich hasse Horrorfilme. Ne, eigentlich liebe ich es. Also für alle die, die neu sind, ja. Ich liebe Horrorfilme, ja. Ich gucke die übel gern. Aber das ist so immer so ein Zwiespalt, den ich da eingehe, weil ich weiß nicht. Ich habe auch im Kino hier... Mein Lieblingshorrorfilm ist The Conjuring, ja. Ich bin doch eigentlich kein Mädchen oder so, aber bei Horrorfilmen, da sieht es dann wieder anders aus. Ich weiß auch nicht, was ist denn das hier? Ich saß in dem Kino, ja, und da gab es diese Szene, wo die Alte auf einmal auf dem Schrank sitzt und so voll in die Kamera reinklotzt, ja. Ey, da habe ich in dem Kino geschrien wie ein Mädchen, so, ah! So übel, ey, und alle, es haben zwar viele auch geschrien, aber, ey, meine Freundin hat mich sogar ausgelacht, ey. Ja, Torreux, da stimme ich dir voll zu, das ist dieses, du kannst dich nicht wehren, du weißt, du bist hoffnungslos allem ausgeliefert. Das stimmt, das ist halt das, was mich auch so richtig schickt. Ne, warte mal, bin ich jetzt falsch gelaufen? Ne, hier war ich noch nicht. Das ist Exit! Exit! Ich kann raus? Echt? Ich dachte, die Tür geht zu. Nice. Erstmal noch gucken hier. Geil! Ich kann raus! Ey, ich dachte jetzt wirklich, so, das Spiel fickt jetzt mein Leben und die Tür geht zu, ne? Oh Gott, ist das hier dunkel. Alten, ey! Nee, ich bin nicht raus. Da ist noch mehr Gebäude. Wow, Alter, das Gewitter. Ich meine meine Ex-Freundin. Damals Freundin, sagen wir es halt so. Also ich selber habe mir auch noch nichts zu Outlast 2 angeguckt. Das werde ich auch nicht machen. Ich werde mich da absolut von nichts spoilern lassen. Kein Trailer und gar nichts. Wow. Da ist eine Tür. Was stand da? Die Tür braucht einen Schlüssel. Schlüssel notwendig, okay. Alter, was schreit denn hier? Hallo, 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 hallo. Alter, kommen jetzt hier Geister oder so? Dann dreh ich richtig auf, ey. Alter, wie der atmet. Hör doch mal auf. Alter, hier draußen ist es ja noch fast gruseliger als drinnen, ey. Was ist das eigentlich für eine sinnlose Lampe? Die macht doch überhaupt kein Licht. Was? How alive are you? Wie sehr am Leben bist du? Ich weiß es nicht. Alter. Ey! Kollege! Mach mir mal die Tür auf hier. Geht nicht. Hallo Alex Schut, ich grüße dich, willkommen im Stream. Vielen und Treyox, danke für dein Follow. Für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Komm hier nirgendwo rein. Wartet mal. Also hier geht's nicht rein. Das Stacheldraht. Was ist das da? Ach, hier kann ich aufheben. Okay, erstmal hier lesen. Unser persönliches Kreuz. Ich kenne nicht einmal deinen Namen, aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an. Mein Paul.
Hoffentlich hast du nichts dagegen und ich hoffe, dass du nicht dem Selbstmitleid und der Angst verfällst, dass dein Leiden größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz und jeder braucht die Hilfe eines anderen. Um die Nägel einzuschlagen, ich bin für dich da, ich warte auf dich. Okay. Lieber Geist, zerschlage diese Ketten. Jetzt. Ja, will er nicht. Okay, irgendwie, das hier geht's nicht lang. Aber, mal halten. Ey, ich hab so Angst, dass mir hier gleich was in die Kamera springt, ne? Wow, da ist jemand! Was geht denn jetzt? Ey, das ist mein Kumpel, oder? Du bist mein Freund! Bleib hier! Hä? Wow! Oh, oh, bin ich runtergefallen. Hat er jetzt irgendwas gemacht? Mach die Ketten auf! Gamer Julie, ich grüße dich! Willkommen im Stream! Ja, bitte nicht spoilern. Okay, da hat mir nichts getan. Ah, der ist da lang geflogen. Warte mal, ich folge dem jetzt. Vielleicht ist das ein guter Kerl. Ja, hier geht's rein. Nee, warte mal. Alter. Oh, hör auf so zu atmen, Mann. Der macht mich wahnsinnig, der Typ. Komm mal hier rein. Vielen Dank für die Blumen. Gamer Juli, danke für dein Follow. Vielen Dank, wie lieb von dir. Ist das hier irgendwo? Alter, diese Geräusche. Es ist doch mal gut, Mann. Ja, Schlüssel. Ja, ja, ja. Hast du irgendwie einen Schlüssel, Kollege? Boah, was, was, was? Kann ich hier rein? Noch nicht. Alter, meine Batterien neigen sich dem Ende. Ich kann hier nicht mehr so lange rumpimmeln, ey. Jetzt habe ich bald keine mehr. Bin ich hergekommen, ne? Ja. Ich muss ja alles nochmal. Was perfekt zur Atmosphäre, ja. Das stimmt wohl allerdings, Leute. Okay, sorry, wenn ich jetzt hier ein bisschen am Rumpimmeln bin, aber ich spiele es auch zum ersten Mal. Ich weiß jetzt hier nicht, wo es lang geht, so richtig, aber ich dachte eigentlich doch. Hier ist doch aber nichts mehr, guck mal. Bin ich hier überall an dem Gebäude. Bin doch jetzt hier überall einmal lang gegangen. Jetzt höre ich hier die ganze Zeit irgendwelche komischen Geräusche. So, hier geht's auch nicht rein. Bin ich nur dumm? Dachte jetzt ja nicht, ja. Der Geist ist dahin geflattert. Ich dachte, der zeigt mir jetzt irgendwie den Weg oder so. Ist hier irgendwie rein? Ist irgendwie der Zaun kaputt oder so? Mal hier gucken. Ist hier irgendwas? Hier kann ich auch nicht drüber springen. Irgendwie bin ich auf der falschen Fährte. Jetzt bin ich wieder hier angekommen. Und da möchte ich ja gerne rein. Aber... Alten. Da sitzt die ganze Zeit einer. Habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich gucke jetzt nochmal hier auf die Bänke. Hier ist nichts. Da war ich schon. Guck mal, hier geht's auch noch irgendwo hin. Ja, hier geht's rein. Hä, wie habe ich denn das überhaupt gesehen? Oh, jetzt nehme ich... Pass auf.
Ich werde jetzt diesen Schlüssel in die Hand nehmen und es wird irgendeine Scheiße passieren. So, den Schlüssel habe ich jetzt ja. So. Schlüssel zum... Oh, eine Batterie. Oh, erstmal ganz kurz hier. Fetzer reißt Herz raus und dann kommt vielen Dank für die Blumen. Okay, Leute, auf geht's. Oh, da ist aber da, 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 gang, 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 gang. Hier fliegt was rum, Alter. Jetzt hat das Spiel auch noch Geister. Warte mal, wo war denn die Tür? Da, 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 da ist meine Tür. Hör auf, so schwer zu atmen, Junge. Reicht schon, wenn ich das tue. Jetzt passiert was, oder? Nee, noch nicht. Okay, wir haben es reingeschafft. Oh, ich will überhaupt nicht weitergehen, ey. Das Spiel wird ja immer kranker, ey. Ich dachte schon am Anfang, es wäre krank. Aber jetzt sind noch mit Geistern. Du, du, ding, 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 dong. Mal erstmal Batterie wechseln. Okay. Warte mal. Jetzt will ich mal ganz kurz lesen, was der jetzt dazu hat. Das Ding im Dunkeln. Gott steh mir bei, ich glaube, ich habe den Wallrider gesehen. Oh mein Gott, der Wallrider. Klingt ja fast wie der Ghost Rider, ey. Der Wallrider! Krasse Typi auf jeden Fall, der Wallrider. Das ist die Leiter ins Freie, ja? Ins Glück. Ich gucke immer gerne, ob hier noch irgendwas ist. Ich bin ein sehr erkundungsfreudiger Mensch. So, hier ist aber nichts. Weiß ja nie. Vielleicht findet man eine Batterie, ein Dokument. Oh, es geht auch noch ohne Cam da hoch, ey. Dong, dong. Was war denn das? Alter, jetzt wird das hier ein Parcours-Spiel oder was? Hier geht's wieder runter. Okay, ne, warte mal. Kann man hier so lang? Ne, keine Ahnung. Lieber nicht ausprobieren. Jetzt merke ich erstmal, wie schnell die Batterien eigentlich alle gehen, ey. Heilige Mutti. Jetzt ist die Tür auch noch zu, hä? Was? Wo ist denn jetzt mein Weg? Das verstehe ich nicht. Also hier ging es jetzt nicht rein, ne? Nee. Dann vielleicht doch da lang laufen, wie ich es mir gerade vorhin dachte. Alter, ey. Das ist ein kranker Scheiß. Okay, hier lang. Vielleicht doch hier lang so. Ja, tatsächlich. Ey, Mirror's Edge ist ein Scheiß dagegen. Okay, erstmal nachladen. Wow. Ach, da liegt doch schon wieder einer. Mann, ey, lasst euch doch nicht alle so gehen. Ach, der macht doch jetzt bestimmt was, oder? Haschne! Was? Es geht wieder nicht da rein? Dann vielleicht da hoch? Da hoch.
Okay, es ist kann schon nicht mal reden. Das Level lädt gerade, deswegen hat es kurz geleckt. Muss hier raus. Der lebt noch! Der lebt noch! Warte mal, hier drüben saß auch noch so ein Typ. Zu dem will ich auch mal hingucken. Oh! Hi! Ich muss mir alles angucken. Ah, warte mal. Ist das sogar der richtige Weg? Ja, das ist der richtige Weg. Jungs, viel Spaß noch bei eurer Party hier. Ich gehe mal weiter. Hey, die Mucke. Die wird vor allem immer lauter, wenn ich in eine bestimmte Richtung glotze. Alter, ist das ekelhaft. Hört doch mal auf. Hier fängt wieder die Kamera an zu piepen. Blute für mich. Pinkelt er? Nein, kann nicht mehr pinkeln. Hä, und jetzt wo lang? Manchmal frage ich mich, ob ich blind bin, ey. Wo muss ich lang? Echt jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Oh ne. Was geht denn jetzt ab, Alter? Ich höre die Ketten. Oder? Ich höre Ketten, oder? Ich glaube, ich höre Ketten. Fuck, rechts von mir. Ketten, 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 Ketten. Verpiss dich! Nein! Nein! Ich bin in der Falle! Wo geht's lang? War ich jetzt gerade richtig, dass ich irgendwie wieder hochklettern muss oder so? Ne, da ist ein Weg. Aber da werde ich so nicht hinkommen. Nein, du kriegst mich heute nicht. Ach hier, doch, 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 hier. Nein! Nicht so hektisch. Einmal. Und hoch. Ja, der kriegt mich nicht. Juhu, juhu. So, ciao. Okay. Ich hasse ihn, ey. Leben kriegst du mich nicht. Ich hasse den, ey. Ich hasse den. Okay, jetzt hier runter. Uah! Oh, Alten, ey. Das hat massiv weh. Bin ich denn jetzt schon wieder? Alter, ich bin übel verletzt. Nein, 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 ich bin schneller! Los, 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 gib mir! Oh, Schwein gehabt, ey! Was? Finde Martin in der Frauenstation. Ich komme hier nicht rein. Ist er weg? Oh, er ist weg. Oh, Alten, ey. Muss mal Daylight spielen. Das ist aber eher nicht gruselig, oder? Das ist ja eher ein Zombie-Metzel-Spiel. Alten, wie sieht's denn hier außen? Okay,
Okay, wir haben einen Eintrag bekommen. Ich mal ganz kurz wieder lesen, was er da schön schreibt. Wasser nicht trinken. So viel Blut im Wasser, ich kann es riechen. Als hätte ich wie in Kindertagen ein Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Was? Oh, da geht's rein. Ob es noch irgendwas gibt. Ah, eine Batterie. Okay, okay, komm, wir klettern rein. Hey, was ist jetzt Daylight oder Dead by Daylight? Dead by Daylight ist doch das Zombie-Schnetzelspiel, oder? So, Freunde, gespeichert. Jetzt sind wir in der Frauenstation. Alten, Oh, jetzt wird's doch bestimmt noch mal massiv krank, ey. Frauen, ey. Hör mir doch auf. Kann ja nur böse enden. Alien Isolation hätte ich auch noch. Das habe ich auch noch nie gespielt. You saw the Wall Rider, didn't you? You're beginning to understand. But not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon... Soon! This way! Revelation is at hand! Benutze die oberen Stockwerke, um zu Vater Martin zu gelangen. Ah, mich nerven die Batterien. Ich laufe hier lieber immer langsam, als die ganze Zeit zu rennen. Was ist denn er schon bitter? Greift er mich an? Bitte nicht. Lass mich doch jetzt auch mal in Ruhe, ey. Ich hab doch gerade genug gefightet. Okay, okay, das ist kein Freund. Definitiv nein. Alter, haben die hier die Typen zerstückelt oder was? Ich glaube, wenn, dann würde ich Whistleblower spielen erstmal. Aber jetzt haben wir erstmal hier noch zu tun. Was für eine Musik? Ist da jemand oder was? Ich kann mich auch nirgendwo verstecken. Da geht's nach oben. Oh, ich würde das aber gern. Okay, das macht nichts. Hi. Alter, der Rollstuhl dreht sich. Der ist nicht erst gestern umgefallen. Brauch mal wieder eine Batterie, Alter. Geht's klar. Was? Batterie auf dem Boden? Wo denn? Batterie auf dem Boden ist immer gut. Hier gibt's ja nur einen Boden. Ha ha ha.
Alter, ohne Batterien komme ich hier doch nicht weit. Was? Im hinteren Raum, wo ich vorher war. Ich muss jetzt echt nochmal zurück, ne? Ach, laber nicht. Da komme ich doch nicht hin, oder? Doch, schaff's. Alter, jetzt ist doch mal gut, Mann. Alter, wie sieht's hier aus? Ich habe aber nur noch 3 Stück, ey, jetzt mal ehrlich. Na da. Für den Wäscheschacht werden 3 Sicherungen benötigt. Och was? Och nee. Lass mich damit doch jetzt mal in Ruhe. Deck 240, grüß dich, willkommen im Stream. Alten Mann. Pray for revelation. Okay. Alter, was geht hier vor sich? Alter, was ist das für ein gestörter Typ? Ach, der läuft mir doch noch hinterher? Ach nee. Ich muss da bestimmt vorbei. Geht das wieder los, Alter? Verfolgungswahn over 9000. Und jetzt kann ich mich hier verstecken, oder? Fuck you. Jetzt habe ich die quasi abgehangen. Okay, 2 habe ich. Okay, okay. Ruhig bleiben. Die rennen zum Glück nicht schnell. Die nerven zwar auch krass, aber... Das kriege ich mal hin. Jetzt muss ich echt das Ding freiwillig wieder wegschieben? Ist das krank, ey.
So, jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Ich weiß auch gar nicht, wo die Tür ist. Ich weiß auch nicht mehr, wo der scheiß Schlüssel war. Oh Mama. Im Endeffekt weiß ich nichts mehr. Also den Weg. Hab ich nicht gemerkt. Oh ne. Hey, da ist er ja. Ich muss einfach an dem vorbeirennen. Piss dich, Mann! Nein. Nein, falsch rum, du Blödkopf, Mann! Boah, zum Glück ist hier keiner drin, ey. So, ich habe alle drei. Sicherung für den Wäscheschacht. So. Wie ging es jetzt zum Wäscheschacht? Scheiße! Oh Mann! Drive in the nails. Nee, danke. Das ist das denn hier für ein kranker Bullshit, Mann? Ich habe noch nicht einen Screenshot von dem Spiel gemacht, fällt mir mal so auf. Hier könnte man tausende machen, einfach nur. Okay, warte mal. Im Sicherungskasten war der Schlüssel. Und wo muss ich da mit dem Schlüssel hin? Das weiß ich auch nicht mehr, ey. Och, das habe ich mir nicht gemerkt, ey. Okay, Leute, einfach machen. Einfach loslaufen. Kann man schon hinkriegen. War das nicht hier? Ach, war so klar. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank. Quatrix, YouTube, grüß dich. Danke für den Follow, wollte ich sagen. Ah! Lauf, Forrest, lauf! Auf geht's, ab geht's, drei Tage wach. Ja, bisschen schneller. Nein! Okay, ich muss wieder nach unten. Ey, ist das Spiel gemein. Wie ging's denn nach unten? Nee, hier nicht. Falscher Weg. Mist, wie ging's denn jetzt wieder nach unten? Guck mal, ich bin noch hier. Hier lang. So, wo muss ich jetzt mit dem Schlüssel hin? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich der Schlüssel für den zweiten Stock, oder? War das jetzt richtig oder falsch? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich glaube, das ist der falsche Weg, ne? Dann würde der Typ ja keinen Sinn ergeben, der mich hier verfolgt. Oder? Warte mal. Oder? Hier rein? Ja! Gefunden! Loser! Als Loser! Mach du die Scheiße!
Was eine kranke Bullshit. Was eine kranke Bullshit-Screenshot, haha. Na klar. Da soll ich jetzt rüberspringen? Oh. Folge der Blutspur. Och, das war jetzt schon wieder massiv krank hier, ey. Heilige Scheiße, ey. Oh, Batterien. Oh, Batterien. Nee, hier wird's nicht lang gehen, wa? Oh, so, Folge der Blutspur. Und, ey, du musst mir mal vorstellen, ich habe keine Batterien mehr. Da läuft doch keiner hier durch, so. Ich meine, so ist schon krank hier, ja. Was denn jetzt? Was denn jetzt? Ah, ich muss doch noch da. Ich muss da runter? WTF, ich bin doch gerade erst hochgekommen. Was ist denn da unten? Oh. Nee, warte mal. Ich muss hier lang. Oh Gott, das sind die Typen. Ich darf bloß nicht runterfallen. Ich bin nicht RIP, Alter. Ah! Komm, 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 komm. Oh. Nein! Wo zur Hölle bin ich jetzt gelandet? Da war ein Geist. Hä? Wo zur Hölle bin ich jetzt gelandet? Nein! Oh, ich kann wieder hoch. Oh, ich dachte schon, ey. Oh, na, mein Kumpel. Kannst du schon springen und klettern? Alter, jetzt habe ich mich ja massiv erschrocken, ey. Oh, Alten, ey. Ach, da bin ich jetzt hergekommen. Willst du mich rollen? Jetzt bin ich wieder runtergefallen. Ey, ich krieg ja immer Panik, wenn ich hier unten bin. Da ist sie ja gar nicht weiter. Hab das Loch nicht gesehen. Wie down RIP. Oh Mann, ey. Ich mach lieber mal die Kamera hier an. Ah, hier ist das Loch. Ah, ich will nicht nochmal runterplumpsen. Das Spiel lässt mir aber auch gerade keine ruhige Minute, ey. Oh, ey, Junge. Diese Fenster, ich dachte schon, kann man durchlumpen. Oh, endlich mal was zum Lesen hier, ich freue mich. Hier, Flitzebuche, ey. Oh. Du hast mir einen Rosengarten versprochen. Auszug aus dem Tagebuch von Shirley Pierce, Patientin in der Mount Massive Nervenklinik von 1952 bis 1964. Wieso kann ich mich nicht erinnern, woher die Schnitte stammen? Sie sind so schmerzhaft, selbst Tage später noch. Dr. Newhouse sagt, dass ich selbst schuld bin, weil ich die Hypnotherapie im Unterbewusstsein ablehne. Aber ich möchte doch so sehr, dass es mir besser geht. Ich verstehe nicht, wie ich mir das selbst zugefügt haben kann. Dr. Newhouse sagt, dass diese eine andere Form meiner Schlafzimmerhysterie sei. Armer Bruce. Wegen mir muss er so sehr leiden. Ich habe versucht, Mrs. Jackson vorsichtig zu fragen, ob sie ähnliche Probleme mit ihrem Mann hatte, aber sie lehnt ab, darüber zu sprechen. Ihr Mann hat ebenfalls Trost bei einer jüngeren Frau gefunden. Ich weiß, dass es die Ärzte nur gut mit mir meinen und mit Hilfe der Männer von der Regierung, die jetzt die Belegschaft verstärken, befinde ich mich in besten Händen. Ich sollte meine Tabletten nehmen und schlafen und heute Nacht auf angenehmere Träume hoffen. Oh. Alter. Das klingt krass. Sag mal, wo bin ich jetzt hergekommen? Ah, von da. Ich muss hier lang. Oh, oder auch nicht. Was ist dieses Geräusch? Hey, warte mal, hey. Kannst du übersehen? Da bin ich jetzt hergekommen. Bin ich von. Ja, von da bin ich gekommen.
Alter, er macht die übelst den diese Bohrung, ey. Erstmal nicht in die Richtung laufen, in die der Geist geflogen ist. Alter, ich dachte gerade, er lebt noch. Alter, das Spiel mit einer VR-Brille spielen, Junge. Tot. Bist einfach nur tot. Okay, Pfeile sagen da rein. Geh ich nicht rein. Ja, okay, ich gehe ja schon rein. Ist ja okay. Das sind die Spasten! Nö! Lei! Und jetzt? Jetzt bin ich doch wieder hier. Och ne. Och ne. Aber ihr seid dumm. Aber hey, wie ist denn jetzt so schnell hierher gekommen? Wo waren das jetzt? Nein, 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 da geht's nicht lang. Oh, hör doch mal auf, so zu tröten, Mann. Oh, ich glaube, ich hab's geschafft an den vorbei, oder? Ja, ich glaube. Boah, Alter, das sind die zwei Pimmeltypen, oder? Die in dem Knast waren und gesagt haben, dass sie mich umbringen. Ja, danach kannst du dich wirklich endlich überlassen, wenn das Game mit VR spielst, ey. Aber zum ersten Mal spielst. Oh fuck, Mann, komm, Kumpel. Los, mach dich da hoch. Ja, Hauptsache die scheiß Kamera. Was, ich hab keine Kamera mehr? Jetzt sehe ich doch auch nichts mehr. Oh, komm. Hä, und jetzt ohne Kamera rumlaufen? Nee. Bekloppt, oder was? Da war doch gerade jemand, oder? Hey, ich sehe doch jetzt nichts mehr. Hä? Ich kann doch jetzt nicht durchs Dunkel rennen. Warte, ich muss mal ganz kurz was gucken. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie lange die Aufnahme schon geht. Okay. Okay, liebe Freunde. Ich mache erstmal hier einen kleinen Cut bei YouTube. Das war jetzt mal eine extra lange Folge. Eigentlich geht es immer nur eine halbe Stunde. Ich habe voll vergessen, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Ich hoffe, es ist nicht schlimm. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao.